Das war Jermaine Jackson zusammen mit Piers Adora, When the Rain Begins to Fall. Total cheesy, aber irgendwie cool, ne? Eigentlich gab es viele Mädchen bei uns auf dem Dorf, die versucht haben, die Tanzschritte zu imitieren von Piers Adora. Aber sie ist ja so ein kleiner Wirbelwind, das kann ja keiner nachmachen. Genauso wie die nächste Dame, Cyndi Lauper. Also entweder man sah aus wie sie oder wie Madonna und tanzte wie Piers Adora oder wie Irene Cara. Alles total kompliziert damals, zu viele Musikfilme, zu viele Platten und auch schon ganz viele Videos im Fernsehen. Aber Cyndi Lauper ja, ob sie wollte oder nicht, irgendwann mal Role Model, weil ihr erstes Album hat ja ein paar Hits drauf. Das hieß She's So Unusual, die Platte, kam ja 84. Und da war dann Girls Just Wanna Have Fun drauf, Time After Time und eben She Bop. Und das kommt jetzt. Einer meiner Lieblingssongs für alle Zeiten, Bronze Gebiet Wonders mit Small Town Boy. Das war einer von drei guten Songs, die Sonntagnachmittag im Rainbow liefen, in Manching. Depeche Mode war noch und mit viel Glück einer von Cure oder Sisters of Mercy. Und dann haben wir immer getanzt, meine Kumpels und ich zu viert, mit schwarzen Anziehsachen, den üblichen Gothic-Wave-Accessoires. Und das fanden die anderen Jungs nicht so cool bei uns im Dorf. Und da war jedes Mal das Gleiche. Wir haben auf dieses Lied getanzt und haben uns die Tanzfläche zu eigen gemacht. Man hat ja auch ziemlich raumgreifend getanzt damals. Und dann kam immer der Wortführer an von den Dorfjungs und meint, hey, scheiß Pfarrer, geh mal raus. Und das war dann immer das Signal zum Aufbruch für uns. Dann ging es nämlich raus auf den Parkplatz und da gab es einen regelmäßigen Paar auf die Fresse. Das ging aber immer ganz schnell, also man wollte ja nicht den Fehler begehen und zurückschlagen, ne? Weil sonst hätte das alles nur noch viel länger gedauert und wäre schmerzhafter gewesen. Einfach einen Schwinger einstecken oder einfach mal so einen Zahn riskieren, 5 Minuten im Dreck liegen bleiben und dann wieder reingehen und weiter tanzen. So lief das auf dem Dorf. Wir waren in der Unterzahl. Hey, irgendwann habe ich Karate gelernt und die alle umgehauen. Naja, gut, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.